Und da sind wir wieder. Die Mannschaften kommen gerade zurück auf das Feld, sind, ja klar, pünktlich bereit für die zweite Halbzeit. Und es sieht zumindest für uns nach keinen Wechseln aus auf beiden Seiten. Bremer haben nicht gewechselt und unsere 11 Spieler, die das Spiel begonnen haben, sind auch parat. Auf unserer Ersatzbank sitzen übrigens noch Timo Königsmann, Arthur Subiach, der wieder, wieder beim Team ist, wieder mit der Mannschaft trainiert hat unter der Woche. Jan Schlaudraff, Marius Stankevicius, Felipe, Christian Panda, Kenan Karaman, Tim Diersen, Maurice Hirsch, Sebastian Ernst und Valmir Suleimani, also prall besetzte Bank. Und es geht schon wieder los. Werder jetzt von rechts nach links und unsere Farben genau andersrum. Marcelo fängt den ersten Ball, den ersten Angriff von Werder direkt wieder ab. Ja, geht hier genauso weiter, wie es letztlich aufgehört hatte. 96 hinten im Zentrum dicht, aber Werder dran. Und Abseitsposition erkannt vom Linienrichter. Das muss man übrigens noch sagen. Was mir gut gefallen hat, war tatsächlich das Schiedsrichterteam um den Franz Bokop. Sonst pfeifen die, glaube ich, dritte Liga. Also meiner Ansicht nach soweit ohne größere Fehler. Das ist korrekt. Recht junger Mann noch, der Schiedsrichter, der Franz Bokop. Erst 24 Jahre alt, wird jetzt kurioserweise in 4 Tagen genau 25 Jahre alt. Stammt aus Vechta und hat in der Saison in der dritten Liga insgesamt 5 Partien gepfiffen. Jetzt erster guter Angriff von 96. Sakai lässt durch, Stindl lässt durch und dann ist da Joselu, wird aber noch geklärt. Oh, und was ist da mit Sakai im Strafraum? Der bleibt liegen und Schiedsrichter Bokop unterbricht die Partie. Aber ein klasse Spielzug bis dato. Schön durchgelassen auch von Lars Stindl in der Mitte. Und dann war Joselu fast am Ball. Dann hoffen wir jetzt, dass es für Sakai gleich weitergehen kann. Bin ich mir auch ganz sicher, etwas ist, was sich der Trainer für die zweite Halbzeit wünscht, dass da eben wieder diese schnellen Spielzüge kommen, die wir in der ersten Spielhälfte schon gesehen haben, über die Außen, über die aufgerückten Außenverteidiger Sakai, Albornoz. Das sah ja schon sehr gut aus, jetzt in dieser Situation, war auch in Halbzeit 1. Und hoffen wir, dass davon noch ein paar hier über den Bildschirm flimmern werden. Jetzt aber erstmal Werder. Selke sehr agil, deutlich auffälliger als sein Sturmpartner Di Santo. Garcia dazwischen, Marcelo. Und da ist Marcelo wieder am Ball. Oh ja, Bremen drückt früh, Stindl, Ball immer noch bei uns, so muss es sein. Und jetzt, da war er fast dran, der Joselu. Das ist aber schon kennzeichnend für das Spiel von Lars Stindl, wie es ihm immer wieder gelingt, auch wenn er von 2, 3, 4 Männern bedrängt wird, den Ball durch die Lücke zu stecken und die eigenen Mitspieler mitzunehmen. Schöner Ball da von Joselu auf Albornoz, wieder rein. Da war Bittencourt fast dran. Ja, Bittencourt, die Wintermonate sind ja auch so ein Stück weit seine. Wir erinnern uns noch an den letzten Januar, Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg. Da hat er 2 Buden gemacht, heute wieder. Und im Dezember letztes Hinrundenspiel, da hat er auch geknipst in Freiburg. Richtig, und jetzt bei der Ecke. Hoher Ball rein. Im 5-Meter-Raum wird Wolf angegangen. Und auf dem Torhütermarkt, da hat doch Werder noch unter der Woche zugeschlagen. Ja, das ist richtig. Coen Castells, den kennen wir eigentlich von 1899 Hoffenheim, wurde dort
vom VfL Wolfsburg weggekauft und direkt weiterverliehen zu Werder Bremen. Und hier sitzt er heute schon auf der Ersatzbank. Wolf allerdings in der Startelf. Castells hat er aber auch schon unter der Woche gesagt, er wird auf jeden Fall alles geben und natürlich auch um die Nummer 1 kämpfen. Also offener Kampf da jetzt bei Werder im Tor. Ja. Den Anspruch muss natürlich ein Torhüter haben und klar will sich der Castells zeigen. Talentierter Mann aus Belgien, verletzungsbedingt hat er die Weltmeisterschaft verpasst. Und ja, da wird sich sicherlich Raphael Wolf, der hier heute aber ein gutes Spiel macht, wie ich finde, harter Konkurrenz gegenübersehen. Jetzt erstmal wieder Bittencourt bei der Ecke. Zweite Ecke im zweiten Durchgang. Kommt rein. Keine Nachschussmöglichkeit. Jetzt geht's schnell. Junuzovic schickt die Santo, aber da ist Sakai und passt auf. Über Zieler gelöst. Wieder auf Sakai. Die Situation ist bereinigt. Der kurze Zwischenangriff von Werder Bremen nach der Ecke. Jetzt ist die Ordnung wieder da. Gülselam und Schmiedebach im Zentrum. Stindl ist da. Und der Aufbau läuft über Marcelo Zieler. Verlagerung auf Sakai. Das Stindl. Der hat Platz, der geht ein paar Meter. Nimmt Briand mit. Guter Ball. Flache Reingabe. Ah. Da ist Bargfrede und passt auf, aber Schmiedebach genauso. Er macht ein ganz hohes Bein. Oh, oh, klasse Pass. Und das ist Lou und der. Und es ist Tor. Es ist Tor. Ist kein definitiv, Abseits. Natürlich. Da stand er ganz frei. Höhe Elfmeterpunkt. Aber was für ein herrlicher Pass von Manu Schmiedebach. Da hat man zuerst gedacht, er zieht ab. Macht er ja nicht so oft. Aber überragender Pass. Ja, aber. Ohne, muss er aus dem Augenwinkel gesehen haben und dann steht Lou natürlich da, wo eben so ein Stürmer stehen muss, nämlich genau im Zentrum und frei. Macht er ganz souverän, 2-1 für 96, nicht unverdient. Das war ein Start, so stellt man sich den natürlich vor. Ich muss es nochmal sagen, klasse Ball von Schmiedebach. Überragender Pass auf Roselu und der macht es dann natürlich eiskalt. Aber jetzt erstmal wieder Werder. Junuzovic rausgespielt auf Selke. Der zieht ab, aber da steht Marcelo wie ein Baum und der prallt ab, der Ball. Verlagerung auf die linke Seite, Albornoz, Bittencourt, hintenrum über Schulz, Marcelo, das ist Manu Schmiedebach, wieder Marcelo, langer Ball, Selassie und Wolf und dann gibt es den langen Ball zurück. Werder jetzt natürlich darum bemüht, wieder ein bisschen Struktur ins eigene Spiel zu kriegen. So wird es schwierig. Schmiedebach passt auf. Stindl, der aber dann doch noch von Lukimia gestoppt wird. Da gehen jetzt einige Pässe jeweils in die Füße des Gegners.
Hackfrede raus mit dem Pass auf Selassie. Flanke. Da war die Santo. Junuzovic. Verwirrung im 96-Strafraum. Und dann ist da aber Ron-Robert Zieler und hat den Ball. Junuzovic beschwert sich hier. Was ist da los? Das ist Elfmeter für Werder, richtig? Das sieht ganz so aus. Habe ich was verpasst? Also ich habe gesehen, wie er da lag. Da ist die Wiederholung. Da ist kein Foul zu sehen. Jimmy Prior. Ach. Na ja, gut, okay. Sollten wir vielleicht unkommentiert lassen an der Stelle. Ich beiß mir auf die Zunge. Na, wer schießt? Das wird wohl die Santo übernehmen, ja. Eieieiei. 57. Minute. Kommt Werder zurück. Die Santo gegen Zieler. Und er macht ihn. Links verwandelt. 2:2. Boah. Schwierige Situation. Ja, der Elfmeter natürlich, muss man sagen, so geschossen, dass man ihn kaum halten konnte. Sicher verwandelt, muss man ganz klar sagen. Ob es ein Elfmeter war, lassen wir weiterhin offen, würde ich sagen. Schiri hat gepfiffen und 2:2, weiter geht's. 96 wieder beim Anstoß und direkt vorweg. Bittencourt nimmt Albonos mit. Und wieder hintenrum erstmal Schulz, Zieler. Zieler auf Sakai. Sakai mit einem langen Ball in den Fuß. Der Werderaner und Bargfrede mit dem Gegenstoß über Junuzovic. Bargfrede gelingt es jetzt hier schon, das Spiel ein Stück weit zu steuern mit seinem Team. Der ist da sehr präsent, jetzt auch schon wieder am Ball im Zusammenspiel mit Junuzovic. Jetzt raus. Da passt Bittencourt gut auf. Geht's jetzt schnell? Ja, guter Ball. Oh, richtig schnell. Und da kann Stindl auf Bittencourt. Der hat das Tempo und geht weiter durch. Und wird dann. Das gibt Ecke für 96. Genau, Lukimia klärt da den Ball zum Eckstoß. Ein schöner Ball vorher von Stindl in den Lauf von Bittencourt. Und da wissen wir natürlich alle, dass der das Tempo mitbringt. Ja, leider kein Abschluss rausgekommen, aber die Ecke, vielleicht wird es da was draus. Insgesamt 5. Ecke jetzt für 96, allesamt getreten von Leo Bittencourt mit dem rechten Fuß. Kurz ausgeführt. Albonos Bittencourt. Schulz. In den Rückraum, aber Bittencourt wohl im Abseits bei der Ballabgabe von Christian Schulz. Da haben die Bremer gut aufgepasst. Schade. Ja, da sehen wir es. Junuzovic jetzt. Aber da passt Schulle gut auf. Schulle raus. Gülselam. Oh. Schwieriger Ball. Werder im Angriff. Bargfrede. Fritz. Schließt ab. Mit dem linken Fuß. Hat natürlich eher einen rechten Fuß. Aber ja, weit rechts am Tor von 96 vorbei. Und Werder wird das erste Mal wechseln. Das ist Levin Ajicek. Mal sehen, für wen er in die Partie kommt. Und Öztunali wird auch kommen. Oh, da kommen gleich 4. Lorenz sind noch dabei. Und auch Sternberg wird kommen. Garcia hat schon den Platz verlassen. Hier kommt Finn Bartels gerade der Auswechselbank entgegen. Clemens Fritz wird den Platz verlassen, der Kapitän der Bremer. Und Davy Selke sehen wir als letzten. Für ihn kommt Lorenzen in die Partie.
der ja, wie vorhin schon gesagt, gegen 96 schon getroffen hat. Und Wolf ist auch draußen. Keeperwechsel also auch bei Werder Bremen. Castells dafür jetzt in der Partie mit seinen ersten Sekunden und Minuten für Werder Bremen. Aber jetzt geht die Partie erstmal weiter. 96 hat nicht gewechselt. Also 5 Wechsel bei Werder Bremen in der 61. Minute und weiter geht's. Ja, und beim Namen Aichicek, da kann es sein, dass dem einen oder anderen 96-Fan, dass es da geklingelt hat. Dennis Aichicek, der Bruder von Levent, war ja vor wenigen Jahren noch bei uns in unseren Reihen. Ja, und sein kleiner Bruder, der sich in jungen Jahren für den Wechsel zu Werder entschieden hatte, jetzt eben in der Bundesliga-Auswahl der Bremer. Dennis Aichicek übrigens der Vollständigkeit halber jetzt beim MSV Duisburg unter Vertrag. Und die haben ja das letzte Testspiel gegen Werder Bremen mit 3:1 gewonnen. So schließt sich der Kreis. Werder jetzt über die Santo. Oh, Trick gegen Sakai. Aber kein Foulspiel. Marcelo mit dem weiten Ball raus aus dem eigenen Strafraum. Lukimia, das müsste abseits gewesen sein. Aber Marcelo hat den Ball über Zieler und jetzt fliegt er wieder raus, der Ball. Ja, kurioserweise wieder 2 frühe Tore in der zweiten Halbzeit. Wieder in der ersten Viertelstunde hat es zweimal geklingelt zum 2:1 für 96 nach herrlichem Ball von Schmiedebach auf Roselu. Und dann gab es den Elfmeter kurz danach für Werder Bremen, den Di Santo reingemacht hat. Ja, viele Tore, 2:2. Würde mich freuen, wenn mindestens eins auf unserer Seite jetzt noch dazukommen würde, damit wir dann am Schluss als Sieger aus diesem Spiel herausgehen können. Ja, klasse gespielt, da Briand jetzt. Briand gegen Castells. Jetzt nach Schussmöglichkeit die Flanke von Sakai und den hat Castells jetzt sicher. Aber wieder schöner Spielzug. Nur ein Ticken schneller am Ball sein und dann ist der Ball auch drin, glaube ich. Also das ist gute Spielzüge, die wir heute wieder sehen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Di Santo jetzt mit dem Lob. Ja, der ist aber zu lang für Lorenzen. Ja, trotzdem Werder weiter am Ball. Lorenzen mit dem Auge für Bargfrede. Und dann ist Schuller am Boden und passt den Ball raus zu Bittencourt. Ah, faul. Faul an Bittencourt von Lokimia. Unterbindet natürlich den schnellen Angriff. Und 96 weiter im Ballbesitz. Schmiedebach. Oh. Einwurf für Aichicek und für Werder Bremen. Oh, Sternberg ist es, Entschuldigung. Sternberg, ja, einer der jungen Wilden, genauso wie Aichicek vom SV Werder, die jetzt natürlich ihre Chance und Gelegenheit sehen, sich in der Bundesliga durchzusetzen, seit Viktor Skripnik im Cheftrainerposten ist, insbesondere, der ja zuvor ja, im Jugendbereich tätig gewesen war von Werder und da die U23-Mannschaft gecoacht hat. Skripnik seit dem 26. Oktober in Amt und Würden. Seitdem sehr gute Punkteausbeute, 8 Bundesligaspiele, 13 Punkte.
Jetzt wieder 96 über Briand. Verlagerung raus auf Bittencourt. Hintenrum über Albornoz, Gülselam jetzt am Ball. Ja, jetzt drücken die Bremer natürlich, wollen den Ball gewinnen, aber den behalten wir bis jetzt. Das war wieder ein, sagen wir mal, anspruchsvoller Pass, Rückpass auf Castells. Da haben die Bremer mal getestet, wie schnell der neue Schlussmann ist. Und im Hintergrund sehen wir, dass sich unsere komplette Bank auch warm macht. Da wird der ein oder andere Wechsel mit Sicherheit noch kommen. 66 Minuten jetzt gespielt. Jetzt geht's ganz schnell für Werder. Marcelo, ja, macht das Bein lang und hat den Ball mit dem Pass dann zurück auf Zieler. Gute Situation von Marcelo gegen Di Santo. Da behauptet Stindl den Ball, wird aber dann getrennt vom Ball und ja, nicht ganz mit fairen Mitteln. Das gibt den Freistoß für 96. Den Schmiedebach jetzt kurz ausführen wird auf Roselu. Rausgespielt auf Sakai. Flanke wird abgefangen. Ist Bargfrede wieder am Ball. Aber Schulle gewinnt das Kopfballduell da und dann ist Manu Schmiedebach. Wollte den Doppelpass spielen mit Hiroki Sakai. Aber dann sind die Bremer wieder dazwischen und jetzt geht's schnell. Ist Di Santo, aber Sakai klärt zur Ecke. Junusevic bei der Ecke, bringt sie rein. Und Bittencourt klärt. Jetzt rücken sie raus, unsere 96er. Ja, der Ball kommt erstmal wieder rein, aber keine Gefahr. Den hat Ron-Robert Zieler sicher und jetzt macht er das Spiel schnell mit seinem langen Ball. Und da ist er, Stindl jetzt am Ball. Ah, da kommt er fast durch auf Lou wieder. Der Pass von unserem Kapitän Lars Stindl und der Ball war weg. Stindl jetzt beim Einwurf. Schmiedebach, Stindl. Lou wieder auf Schmiedebach. Stindl, Schmiedebach. Wieder Stindl. Nimmt er gut mit auf Lou. Wieder Manu am Ball. Über Sakai. Jetzt geht's hinten rum. Gülselam, Briand. Bittencourt. Der versucht's. Der hat das Selbstvertrauen. Aber leider weit am Tor vorbei. Aber kein schlechter Versuch. Hat da einen Haken geschlagen und dann einfach mal abgezogen. Er hat die Offensivreihe mal schön ruschiert. Haben versucht, Überzahlsituationen zu schaffen und sind dann entsprechend auch zum Abschluss gekommen. Da wird Junusowitz mal im
Strafraum gesucht, konnten den Ball auch behalten. Im Zusammenspiel mit Sternberg, aber Sakai passt sehr gut auf. Ah, kann den Ball leider nicht zum Mitspieler dann befördern. Trotzdem Werder gezwungen, neu aufzubauen. Mal Di Santo in die Spur geschickt. Aber kein Problem für Zieler im Tor. Di Santo, ja, der Werderaner, der in der Hinrunde absolut die meisten Tore geschossen hat und auch noch die beste Quote hat. 11 Einsätze, 6 Treffer. Dahinter mit jeweils 4 Treffer an Davy Selke und Finn Bartels. Oh, schöner Ball da. Und da ist wieder Bargfried jetzt zunächst am Ball. Mit dem Tempo gegen Stoß. Verfolgt von Stindl und Gülselam. Raus auf Junuzovic. Junuzovic, der schließt ab, abgefälscht, Pfosten, oh, Glück für 96 da, aber es war auch abseits von Lorenzen, aber da hat man wieder gesehen, wie gefährlich der Junuzovic im Abschluss ist. Klar war der Ball abgefälscht, aber... Oh, der hatte auch so schon tüchtig Spin drin, sehen wir jetzt ja mit Sicherheit nochmal. Ja, da zieht er rein und dann ist der gefährliche rechte Fuß und da klatscht es an dem Pfosten, da kommen auch Wassermassen vom Gebälk runtergetropft. Und Lorenzen dann im Abseits. Er machte natürlich auch nicht, aber die Situation war ja sowieso schon vorbei. Jetzt aber weiter aufpassen, 96 da. Wieder Junuzovic, zieht wieder rein. Diesmal mit dem Pass, Doppelpassversuch, aber Sakai passt mit dem Kopf auf. Wieder Bremen am Ball. Kimmer ja jetzt. Schmiedebach mit dem Ballgewinn. Schneller Pass. Da kommt Bittencourt nicht mehr ran. Gebre Selassie passt auf. Castells jetzt weiter über Lukimia. Wieder Werder am Ball. 73, 74 Minuten jetzt. Fast rum. Garcia, Selassie. Aichicek. Das ist Öztunali, auch ein Winterneuzugang, der für 1,5 Jahre ausgeliehen wurde von Bayer Leverkusen. Und Werder mit dem Abschluss, da ist wieder Marcelo, der richtig steht und den Ball blocken kann. Aber das Momentum gehört gerade Werder Bremen. Muss man so sagen. Also Werder gerade mit Übergewicht im Spiel. Und wie wir gerade gesehen haben, mit einem Doppelwechsel in den nächsten Minuten. Das war zum einen war das Felix Groß und dahinter war das Izet Hajrović. Also nochmal zwei Spieler, die ja durchaus kreative Köpfe auf dem Platz sind. Mal sehen, wer dafür den Platz gleich verlassen wird. Schnelle Lorenzen dagegen gegen Schulle. Holt sich auch den Freistoß. Kriegt den Freistoß. Schulle schüttelt da kurz mit dem Kopf. Aber muss die Entscheidung der Schiedsrichter so natürlich jetzt annehmen? Das ist natürlich wieder eine gefährliche Situation da. Nicht allzu weit weg vom Strafraum. Vielleicht ein Ticken zu weit links, aber ich denke, Junuzovic wird den Ball treten. Ah, da sehen wir es. Lukimia geht runter und Bargfrede, beide gehen runter. Und dafür kommen ja, Felix Groß auf den Platz und auch Izet Hajrović.
Und da sehen wir es schon, Junuzovic. Na, Schad mit den Füßen. Jetzt mit der Kapitänsbinde, der Werderaner. Ob er es wohl direkt versucht? Er versucht es gar nicht. Sondern Galvez macht's. Allerdings ohne großen Erfolg. Ja, bisher keine Wechsel bei 96. Zieler jetzt beim Abstoß mit dem Ball auf Lars Stindl. Da von Caldiola. Attackiert in der Luft, jetzt links raus. Albornoz am Ball. Gülsülam zeigt an, dass er ihn gerne hätte. Bittencourt, der eigentlich immer anspielbar ist. Schmiedebach jetzt. Guter Ball auf Lu. Ball behauptet wieder zu Schmiedebach. Schulz jetzt hinten rum, wieder raus zu Albornoz. Kommt Stindl den Weg auf Albornoz zu. Ball bei Bittencourt. Briand, gut gespielt. Wieder Bittencourt. Da ist Sakai auf Außen. Bittencourt. Ja, versuch's nochmal neu. Und das Passspiel von Marcelo auf Sakai war da etwas ungenau. Allerdings, was passiert jetzt? Wechsel. Linienrichter zeigt Wechsel an. Und da schauen wir doch mal, wer jetzt ins Spiel kommen wird. Eine ganze Reihe. Einmal ist das Maurice Hirsch, Kenan Karaman, Sebastian Ernst und Marius Stankevicius dafür rausgehen. Hiroki Sakai haben wir gerade schon gesehen. Ceyhun Gülsülam verlässt den Platz. Und die anderen Wechsel werden wir euch gleich natürlich durchgeben. Da sehen wir noch ganz hinten Jimmy Briand, dass er den Platz auch verlassen hat. Und ja, wir spielen natürlich nicht mit 12 Mann weiter. Einer fehlt noch und da ist er, José Lu. Kenan Karaman jetzt für José Lu im Sturmzentrum. Und der hat ja ein wirklich schönes Tor im letzten Test gegen den FC Aarau geschossen. Drücken wir ihm die Daumen, dass das gleich wieder klappt. Und die anderen, Stankevicius ist jetzt auf der Rechtsverteidigerposition für Hiroki Sakai. Da ist er auch direkt. Sebastian Ernst, der ist ja auch ein durchaus kreativer, junger Kopf, 20 Jahre alt, der Gute. Mal schauen, ob da jetzt noch die ein oder andere Chance für 96 bei rausspringt. Karaman arbeitet damit zurück, verfolgt Lorenzen, stört ihn noch. Jetzt Tunali, Aicicek und da ist er drin. 3:2 für Werder, 79. Minute. Wow. Direkt nach den Wechseln kommt der Ball von Öztunali zurück. Aicicek versucht es im ersten Versuch, kein Glück. Und dann setzt er nach und dann hat auch Ron keine Chance mehr in unserem Tor. 3:2 für Werder. Ärgerlich, dass der Ball von der Abwehraktion von Mikko Albornoz nicht entscheidend weggesprungen ist. Sondern halt eben zum dann Torschützen zurückkehrte. Jetzt übrigens Hajrović im Spiel, vorher Caldiola. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich mache 96 TV und kein Werder TV. da ist mir das ein oder andere Gesicht doch nicht ganz so bekannt. Da muss ich mich natürlich für entschuldigen. Aber jetzt hat Werner, glaube ich, alles eingewechselt, was auf der Bank saß. Jetzt kann ich mich nicht mehr vertun. Ja. Der nächste, der kommt, ist Thorsten Frings. Werder wieder im Angriff. Gebre Selassie. Caldiola. Felix Groß. Mit dem Ball. Öztunali, aber wird abgefangen. Das ist Hajrović. Sternberg. Gut. Wieder als Tonali.
anderthalb Jahre wird jetzt der Öztunali in Grün-Weiß auflaufen, der Enkel vom großen Uwe Seeler. Weiß nicht, wie der das so findet, dass sein Spross jetzt in Grün-Weiß aufläuft, aber so geht's im Fußball nun mal. Ja, weiß ich auch nicht. Aber gut. Auch dazu wird es mit Sicherheit noch reichlich Berichterstattung geben. So. Jetzt aber 96 nochmal. Müssten es jetzt eigentlich so machen wie die Werderaner im Bundesligaspiel am 13. Dezember? Da ja 96 ab der 64. Minute 3-2 in Führung und dann gab es kurz vor Schluss, 88. den Ausgleich von Davy Selke. Und klar, das würden wir uns jetzt natürlich auch wünschen von unserem Team. Ja, damals stand es zur Halbzeit auch 1-1. Lorenzen machte dann kurz nach der Halbzeit das 2-1 für Werder und wir schlugen in der 62. und 64. Minute zurück. Zuerst war es Joselu, der den Ausgleich erzielte und dann war Joselu auch fast dran am 3-2, aber es war im Endeffekt ein direkter Freistoß von Hiroshi Kiyotake, der ja leider gestern ausgeschieden ist mit Japan beim Asien-Cup im Elfmeterschießen gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, 3-2 und dann kurz vor Schluss war es Davy Selke, meine ich, der das 3-3 noch erzielen konnte. Ebenso torreiche Begegnung wie heute. Jetzt aber erstmal wieder Werder mit der Ecke. Hirsch da mit dem Kopf dran. Verwirrung da wieder in unserem Strafraum, aber da ist Marcelo, der den Zweikampf gewinnt und dann auf Hirsch passen kann. Und jetzt ist Kenan Karaman, der immer wieder über die rechte Seite kommt. Auch im Testspiel gegen Aarau hat er das immer wieder gezeigt, dass er nicht im Sturmzentrum nur aktiv ist, sondern halt auch über die rechte Seite gerne in den Angriff geht. Und ja, jetzt hat leider schon wieder Werder den Ball. Oh, aber da jetzt Ballgewinn für Karaman und an die Latte. Das wäre natürlich ein Einstand nach Maß für ihn gewesen. Bringt sich da gut in Schussposition, angespielt vom Gegenspieler. Dann natürlich leider nicht das Glück des Tüchtigen. Ich bin mir aber fast sicher, dass die Granate von Lars Stindl kam, Hecki. Ja, kann auch sein. möchte ich an der Stelle nicht ausschließen. Ja, wir sind dran, das halten wir jetzt mal fest. Klasse Szene da von unserem Kapitän und ja, das Gebälk kracht. Ein paar Zentimeter tiefer wäre uns natürlich noch rechter gewesen, aber es ist ja noch Zeit. Karaman jetzt mit der Grätsche, guter Einsatz von ihm, aber Einwurf für Werder. Sechs Minuten noch. Lorenz sind jetzt am Ball. Das Aichi-Check wieder, der Torschütze. Felix Groß. Jetzt Tonali mit dem Ball auf Sternberg. Der hat Zeit und Stankevicius klärt auf Kosten einer Ecke. Tritt jetzt Aichi-Check, der Torschütze.
Jetzt Tonali, volles Risiko und Einwurf. Ja, da muss er noch ein bisschen justieren. Stankovicius mit dem langen Ball. Ja, Cello wieder. Oh, harter Einsatz da von Sternberg gegen Schmiedebach. Und das gibt den Freistoß für unsere Farben. 4 Minuten noch auf der Uhr. Das ist Ernst, rausgespielt zu Albornoz. Der guckt, flankt und der Ball wird abgefangen. Das gibt die Ecke für 96. Das ist die 6. Ecke. Und Leo Bittencourt schnappt sich wieder den Ball. Kurz ausgeführt, Stindl. Wieder Bittencourt. Albornoz da. Flanke. Schulz, Marcelo. Ja. Wurde da abgepfiffen, das Einsteigen von Marcelo gegen Castells. War das im 5-Meter-Raum? Ja, war knapp dran. War knapp dran. Hier sehen wir es nochmal. Da kommt der Ball. Schulle mit der Verlängerung. Ja, und da krachen sie zusammen. Ist im 5-Meter-Raum, das ist in Ordnung. Ja. Ja, ist ganz klar, dass unsere Jungs jetzt nochmal hier nochmal alles geben werden, um den Ausgleich zu erzielen. Stindl jetzt mit dem Ball und mit dem Auge für Bittencourt. Ticken zu lang, aber der hat den noch. Jetzt mach was, Leo. Hintenrum über Albornoz. Ernst kommt nicht ganz dran, aber arbeitet jetzt gut mit zurück. Werder weiter am Ball. Das ist Hajrović. Und abseits. Geht weiter. Schmiedebach. Und Stankovicius mit. Ja, der fragt sich, wo soll er hinspielen. Ernst jetzt. Stindl, schöner Doppelpass. Ernst raus auf Bittencourt. Ja. Ja, da wollen sie dann den Abschluss noch nicht suchen. Und ja, dann wird er abgefangen. Aber jetzt schön Zusammenspiel von Bittencourt schön und Ernst. Ja. Albornoz, Hirsch hintenrum. Bittencourt auf Schmiedebach. Schmiedebach auf Stindl. Der behauptet den Ball. Jetzt wird's eng. Stankovicius. Marcelo hat den wieder. Hirsch. Na. 1,5 Minuten nur noch. Ja, muss man sagen, war eine etwas merkwürdige zweite Spielhälfte, oder? Ja, absolut. Also es ging wieder früh zur Sache mit 2 Toren. Bleibt nach wie vor ein kleines Fragezeichen bei dem gegebenen Elfmeter für Werder Bremen. Klasse Spielzug zum zwischenzeitlichen 2:1 durch unsere Farben und dann kurz nach den Einwechslungen, ich weiß nicht, ob da ein bisschen Verwirrung noch auf dem Platz geherrscht hat, aber dann war Levent Ajcicek ja frei vom Tor von Ron-Robert Zieler und im Nachsetzen hat er dann das 3:2 für Werder Bremen in der 78. Minute erzielt. Jetzt haben wir nur noch 1 Minute auf der Uhr. Castells jetzt, ja, der lässt sich jetzt Zeit. Das kennt man ja, wenn die eigenen Farben auch in Führung sind. Dann wird auch mal die ein oder andere Sekunde vom Keeper rausgeholt. Aber es sind ja noch ein paar Sekunden. Bis zum Ende weiterkämpfen. Schmiedebach jetzt nochmal. Karmann setzt nach. Stankovicius, schöner Ball. Ja, da ist er wieder weg. Und der Gegenzug über Lorenzen. Lorenzen gegen Marcelo. Da kommt er noch zwischen der Marcelo. Macht er gut. Jetzt nochmal Vollgas. Ja, könnte schon die letzte Aktion jetzt sein. Werder hat den Ball. Ich glaube kaum, gab fast keine Unterbrechung. Ich glaube kaum, dass der Schiri groß nachspielen lassen wird. Werder jetzt nochmal im Angriff. Flanke.
Jetzt geht's zur Eckfahne raus. Sternberg bringt nochmal rein. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter die Partie ab. Das ist leider Gottes die erste Testspielniederlage für Hannover 96 im letzten Härtetest vor dem Bundesliga-Start kommenden Samstag 15:30 auf Schalke. Ja, Hecki, was sagst du insgesamt zu der Partie? Wir haben eine ganz starke Anfangsviertelstunde unserer Mannschaft gesehen. Ich glaube, das ist das, was wir positiv mit aus der Partie nehmen sollten. Die Spieler von Trainer Taifun Korkut waren vom Tor, als sie wirklich die Gelegenheiten hatten, da, zielstrebig. Gute Ballstaffetten, phasenweise. Wirklich dann auch dieses schnelle Kurzpassspiel der Offensivleute. Das war alles positiv. Am Schluss muss man sagen, seltsame Gegentore bekommen. Das erste, als Ron-Robert Zieler den Ball außerhalb des Strafraums geführt hat und dann verloren hat, müssen wir, glaube ich, nicht groß reden. Der Strafstoß sehr strittig und auch das dritte, ja, wenn der Ball da vom hereinrauschenden Mikko Albornoz ein bisschen anders wegspringt, dann fällt das eben auch nicht. Also ich glaube jetzt nichts, wo man sagen muss, katastrophal verteidigt, weil gegen den Ball war es eigentlich gut, haben wir immer wieder betont haben wir eigentlich ein gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Absolut, und da waren auch zwei richtig, richtig schöne Tore dabei. Hier sehen wir nochmal eine Chance, die auch gut rausgespielt war. Aber unsere beiden Tore, das erste durch Leo Bittencourt war sehr gut gespielt. Das zwischenzeitliche 2:1 auch, hier sehen wir es gerade in dem Moment, ein super Pass von Manu Schmiedebach. Und diese beiden Situationen alleine machen natürlich Mut für den Rückrundenstart. Hecki, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Wir melden uns natürlich gleich von den Stimmen zum Spiel nochmal wieder. Und ich bedanke mich, hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage von dem Moment aus Tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen.